Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Angelika Neumann, Unternehmensberaterin und Künstlerin. Und ich plane eine Mastermind-Gruppe für Frauen in Führungspositionen. In dieser Gruppe werden wir uns austauschen über das Geheimnis erfolgreicher Teams. Wir werden schauen, wie schafft man Spitzenleistungen in einem Team und hat auch noch Spaß dabei. Dieses Programm wird sich zusammensetzen aus einmal Online-Impulsen und persönlichen Begegnungen. Die sind wichtig, um einfach eine Vertrauensbasis zu schaffen, dass wir uns auch wirklich austauschen können und auch mal am Telefon ein Thema klären können, an dem wir gerade hadern. Und dafür ist die Begegnung, die persönliche Begegnung einfach eine wichtige Basis. Einen ersten Online-Impuls will ich Ihnen heute geben. Womit fange ich an? Am besten dachte ich mir erstmal mit der Basis. Und was ist die Basis? Vielleicht kennen Sie das schon, es gibt auch für das Arbeitsumfeld eine Bedürfnispyramide. Und auf der untersten Ebene sind die Grundbedürfnisse. Dazu gehört heutzutage Akku und WLAN. Aber nicht nur das. Es gehört auch dazu überhaupt alle Tools, alle Technik, habe ich das, was ich brauche, damit meine Arbeit wirklich leicht funktioniert. Oder muss ich mich quälen mit schlechten Werkzeugen, mit umständlichen Prozessen, mit langsamen Internetverbindungen? Haben Ihre Mitarbeiter alle Werkzeuge und Tools, um Ihre Arbeit wirklich schnell und effizient machen zu können? Ich habe mal ein Unternehmen erlebt. Ich darf es gar nicht erzählen. Es ist so unglaublich. Die haben sich jahrelang gequält. Und zwar hat irgendjemand mal beschlossen, dass im Lager bestimmte Geräte im ersten Stock zu lagern sind. Jetzt waren da Geräte dabei, die haben nicht in den Aufzug gepasst. Und der Effekt war, diese Geräte standen immer im Gang herum. Also gehen Sie mal auf die Suche, welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es bei Ihnen im Unternehmen? Ein Beispiel will ich noch geben. Das Bosch-Werk in Bleichach hat sich, ich glaube, letztes Jahr die Aufgabe gestellt, 5 nervige Prozesse, also Arbeitsabläufe, zu verbessern. Also haben sie erst einmal alle Mitarbeiter gefragt, welche Prozesse nerven euch besonders? Und dann im zweiten Schritt haben ein paar Leute die Aufgabe bekommen, innerhalb von 5 Wochen eine Lösung für diese Prozesse zu finden. Okay, soweit der erste Impuls. Beobachten Sie, schauen Sie mal, an welchen Stellen klemmt es und an welchen Stellen läuft es prima. Brauchen Sie vielleicht noch, gibt es irgendwelche Tools, die das verbessern könnten und vereinfachen könnten? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.